Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Aufgabe 7 vom Übungsblatt 5.2 an. Gegeben sind die Punkte A325, B609 und C5513 und wir sollen überprüfen, ob P1 und P2 innerhalb des Parallelogramms ABCD liegen. Hier ist noch ein Hinweis gegeben, den brauchen wir jetzt nicht zwingend, das können wir auch gleich nochmal überprüfen. P1 und P2 liegen in einer Ebene mit den Punkten A, B und C. Ich mache erstmal eine Skizze von dem Parallelogramm. In der Ebene wieder, ich werde es nicht räumlich skizzieren. Also wenn wir uns das anschauen, läuft ein Parallelogramm ungefähr so. Wir haben hier den Punkt A und wir haben das Parallelogramm ABCD. ABCD bedeutet, wir gehen einmal so rum und schreiben ABCD an. Ne? ABCD. Ich möchte jetzt gleich das Parallelogramm, die Ebene des Parallelogramms so aufstellen, dass ich vom Punkt A mich einmal in Richtung B bewege, also mit U1, und einmal in Richtung D mit U2. Deswegen wäre es vom Vorteil, wenn wir die Punkte A, B und D kennen und nicht A, B und C. Gut, wie können wir D bestimmen? Ja, also das machen wir nämlich jetzt als erstes. Wir werden D ermitteln. Für D brauchen wir den Richtungsvektor U1 oder U2. Das können wir uns aussuchen, was wir nehmen. Ich habe jetzt mal U1 gerechnet. U1 ist B minus A. Die Strecke AB, also B minus A, das heißt 609 minus 325 kommt raus 3 minus 2, 4. Gut, wir bewegen uns also von A nach B um 3 minus 2, 4. Und wir wissen, Parallelogramm, das heißt, die und die Seite sind parallel. Das heißt, ich komme von C nach D, indem ich C minus U1 rechne. Also D ist gleich C minus U1. C ist 5, 5, 13 minus U1. U1 haben wir gerade bestimmt mit 3 minus 2, 4. Also 5 minus 3 ist 2, 5 minus minus 2 ist 7, 13 minus 4 ist 9. Also ist der Punkt D 2, 7, 9. Okay, dann stelle ich jetzt die Ebenengleichung auf. Die Ebene ist einfach irgendein beliebiger Punkt. Nehmen wir den Punkt A, also 3, 2, 5 plus eine Variable, nehmen wir sie R, mal den Richtungsvektor U1, 3 minus 2, 4, also das ist U1, plus S mal U2 und U2 ist einfach D minus A, also 2, 7, 9, minus 3, 2, 5, also 2 minus 3, sind wir bei minus 1. Dann haben wir 7 minus 2 ist 5 und 9 minus 5 ist 4. Also haben wir minus 1, 5, 4 für U2. Okay, wir sollen jetzt als erstes prüfen, liegt P1 innerhalb des Parallelogramms, was wir hier oben gegeben haben. Gut, wir müssen Folgendes beachten, und zwar, wenn wir für R und S 0 einsetzen, dann sind wir hier. Ne? R und S 0, dann heißt das 3, 2, 5 plus 0 plus 0, dann sind wir bei 3, 2, 5, genau bei Punkt A. Wenn wir hierhin wollen, zum Punkt B, was müssen wir machen? Wir müssen von A uns in Richtung U1 bewegen und einmal, das heißt, wir müssen für R 1 einsetzen und für S 0. Das heißt, hier ist R gleich 1. S gleich 0. Gut, wenn ich nach D möchte, bewege ich mich einmal von A nach U2. Das heißt, hier ist R gleich 0, S gleich 1. Was haben wir hier? Wir bewegen uns von A einmal um U1 und einmal um U2. Das heißt, wir haben hier genau R gleich S gleich 1. Damit können wir
bestimmen, wann liegen wir innerhalb dieses Parallelogramms, wenn R und S zwischen 0 und 1 liegen. Ja. Ich lege zum Beispiel hier in der Mitte für R gleich 1/2, S gleich 1/2. Dann liege ich genau, ich gehe 1/2 U1, 1/2 U2, dann liege ich genau in der Mitte des Parallelogramms. Sobald R oder S größer als 1 oder kleiner als 0 ist, liege ich irgendwo innerhalb dieses anderen Bereichs. Ich liege immer noch auf der Ebene, aber ne, deswegen kann ja auch P1 und P2 in der Ebene liegen, aber nicht innerhalb dieses Parallelogramms. Gut. Dann bestimmen wir das Ganze für P1. 4, 7, halbe, 9. Wie sieht das da aus? Wir setzen einfach die Ebene und den Punkt gleich. Das ist gleich der Punkt 4, 7, halbe, 9. Damit bekommen wir 3 Gleichungen. Wir gucken uns jetzt die x, y und z-Komponente separat an. Das heißt, da steht 3 plus 3r minus s gleich 4. Dann steht da 2 minus 2r plus 5s gleich 7 halbe. Und 5 plus 4r plus 4s gleich 9. Okay, dann nummerieren wir das. 1, 2 und 3. Jetzt muss ich gucken, dass ich mit 2 Gleichungen irgendeine Variable eliminiere. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, ich nehme diese 4 mal, rechne die plus die dritten und dann ist das s weg. Ja? Also 4 mal die erste plus die dritte. 4 mal 3 ist 12 plus 5 ist 17. 4 mal 3 ist 12 plus 4 ist 16. 4 mal minus s ist minus 4 plus 4 fällt weg. 4 mal 4 ist 16 plus 9 ist 25. Dann packen wir die 17 auf die andere Seite. 16r gleich 8. Dann teilen wir durch 16 und dann steht der r gleich 1/2. Das r gleich 1/2 kann ich jetzt in die erste oder in die dritte Gleichung einsetzen. Ich setze es mal in die erste ein. Und dann kriege ich raus 3 plus 3 mal 1/2, also plus 3/2, minus s gleich 4. Damit kann ich dann s ausrechnen. 3 plus 3/2 sind wir bei 6, 9/2. 9/2 auf die andere Seite, also 4 minus 9/2 sind wir bei minus 1/2. Und dann minus s gleich minus 1/2 mal minus 1, das ist s gleich 1/2. Gut, dann machen wir noch eine Probe. Wir setzen alles in die zweite Gleichung ein. Dann steht da 2 minus 2 mal r, ist 1/2, plus 5 mal s, also auch 1/2. Das soll gleich 7/2 sein. Überprüfen wir. 2 minus 1 ist 1, plus 5/2. 2/2 plus 5/2 ist 7/2, passt. Damit haben wir herausgefunden, dass der Punkt in der Ebene liegt. Ja? Also mit diesen Informationen, dass die Probe hier gepasst hat, mit den beiden R und S, die wir aus Gleichung 1 und 3 berechnet haben. Wir berechnen aus 1 und 3 R und S, setzen das in diese Gleichung ein. Wenn das passt, liegt der Punkt in der Ebene. Wenn nicht, würde der Punkt nicht in der Ebene liegen. Gut, diese Probe hätten wir uns sparen können, weil in der Aufgabenstellung steht, P1 liegt in einer Ebene mit den Punkten. Aber wir haben es jetzt halt hier nochmal geprüft. Okay, dann sollen wir jetzt gucken, liegt der Punkt auch im Parallelogramm? Das ist hier der Fall. Ne? Also Punkt P1 liegt innerhalb des Parallelogramms. Da R zwischen 0 und 1 liegt und S zwischen 0 und 1 liegt. Wir haben gesagt, alles, was hier R und S zwischen 0 und 1 liegt, liegt innerhalb dieses Parallelogramms. Alles andere würde außerhalb liegen.
Und das haben wir jetzt rausgefunden. R gleich 1,5, S gleich 1,5 ist genau sogar der Punkt, den wir hier, der mittig im Parallelogramm liegt. Gut, das gleiche machen wir jetzt für Punkt 2. Punkt 2 ist 13 halbe, 1 Zehntel, 51 Fünftel. Wir gehen genauso vor. Wir setzen den Punkt jetzt hier an diese Stelle. Also wir können von oben alles abschreiben. Und hier schreiben wir jetzt 13 halbe, 1 Zehntel, 51 Fünftel. Die drei Gleichungen sehen ziemlich ähnlich aus. Die linke Seite verändert sich nicht, nur die rechte Seite verändert sich. Eins, zwei, drei. Ich mache die gleiche Rechnung wie oben. Wieder viermal die erste plus die dritte. Dadurch, dass ich das mache, kann ich das erstmal abschreiben hier. Und nur hier auf der Seite ändert sich was. Also 17 plus 16r ist gleich. Und jetzt rechne ich 4 mal 13 halbe plus 51 Fünftel. Und dann steht da 181 Fünftel. Minus 17 durch 16 kommt raus r gleich 6 Fünftel. Okay, R gleich 6 Fünftel setze ich in die erste Gleichung ein, also wie gesagt genau das gleiche wie oben. Dann steht da 3 plus 3 mal 6 Fünftel minus S ist gleich 13 halbe. Löse ich nach S auf, S gleich 1 Zehntel. Machen wir wieder eine Probe. Wir setzen alles in die zweite Gleichung ein. Dann steht da 2 minus 2 mal R, also 2 minus 2 mal 6 Fünftel plus 5 mal S plus 5 mal 1 Zehntel gleich 1 Zehntel. Kommt raus, passt. Ja? Probe ist erfüllt. Jetzt ist nur die Frage, liegt der Punkt auch innerhalb des Parallelogramms? Also Punkt P2 liegt nicht innerhalb des Parallelogramms. Warum? Da, was haben wir gesagt? Wenn R oder S größer als 1 ist, dann liegt der Punkt nicht innerhalb des Parallelogramms. R ist hier 6 Fünftel größer als 1. Und deswegen liegt der Punkt nicht innerhalb des Parallelogramms.